vorgestellt. Castle Story von Sauropod Studio. Der liebe Karl hat mir den Key zur Verfügung gestellt. Ja, ich will es euch mal zeigen. Es ist schon eine ganze Weile raus. Ich glaube schon fast 2 Jahre. Die letzten Updates kamen im Dezember 2018. Also ist jetzt so 5 Monate her. Ich weiß nicht, wie weit noch dran gearbeitet wird oder nicht. Es hat ausgeglichene Reviews gegeben dazu. Und ja, was Wegfindung anbelangte, waren da Probleme da. Ich weiß nicht, wie die ausgemerzt sind. Gucken wir uns mal ein bisschen hier in dem Spiel vielleicht an. Zurzeit gibt es das Spiel für 21 Euro auf Steam, damit ihr da auch eine Marke habt, was, denke ich mal, jetzt nicht so ganz so schlimm ist. Ja, gehen wir mal hier Spiel laden. Das Tutorial wollen wir mal gucken, dass wir das loskriegen, weil ich kenne das Spiel jetzt soweit nicht. Ich habe zwar mal das ein oder andere Video geguckt, weil ich es ganz lustig fand. Und naja, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. So, Welt betreten, 91% Ladebalken. Ja, knuffige, kleine, gelbe Männchen, Bricktrons heißen sie, werden unsere Leute sein, die wir nicht direkt befehligen, oder können wir auch teilweise, aber wir werden halt denen sagen, bau da was ab, bau hier was ab, bau das auf, und dann gehen die da hin und machen das. Und ja, dann gibt's halt noch die Gegner, die da in Wellen kommen. So, die erste Welle kommt, glaube ich, nach 15 Minuten, dann immer nach 10. Vielleicht wird's auch kürzer, weiß ich nicht. Soweit habe ich diese Videos dann immer nicht geguckt, weil die dann meistens auch schon nicht mehr am Leben waren. Also schwer waren die jetzt nicht sozusagen, aber ungeschickt gebaut, würde ich jetzt sagen. Gut, dann sind wir hier im Spiel. Hier oben haben wir eine Übersichtskarte. Hier steht jetzt auch tutorialmäßig wahrscheinlich, was wir machen sollen. Uns fehlen leere Lager. Ich hoffe, das Spiel ist in Pause. Ja, Sandkasten steht da. Ich bin bereit. Aha, warte mal, wir drücken P. Ah, jetzt ist es in Pause. P ist die Pausetaste. Wie ihr hier seht, sind überall, hier ist so ein X zum Beispiel, da ist ein C, das sind dann auch die Tastaturkürzel angezeigt. Nahkämpfer, Fernkämpfer, wir haben jetzt hier unsere Karte, die ich sehr hübsch finde. Mit der Maus kann man da reinscrollen. Dieses hier ist unser wertvollstes. Wenn das kaputt ist, dann sind wir auch kaputt. Wir müssen das also beschützen. Die Gegner kommen woanders weg, also aus irgendwelchen Richtungen. Pfeiltasten sehe ich gerade, ist kippen und drehen. Und ja, wie ihr seht, es ist, sieht super schön aus, finde ich. Na, es sind so schwebende Inseln, wie ihr seht, hier im Hintergrund. Und es sieht krass aus. Das muss man einfach sagen. Es ist eine sehr, sehr schöne Optik. So, unser Ziel ist es jetzt im Endeffekt, dass wir hier eine Verteidigung aufbauen. Hier sieht man, gibt es Rohstoffe. Da, da. Bäume sind natürlich auch Rohstoffe. Hier im Berg gibt es natürlich auch Rohstoffe. Wir müssen nur gucken, dass wir hier. Mit BASD geht dann die Reise auf der Karte hin und her. Wir müssen halt gucken, wo können wir am besten verteidigen. Welche Stellen sind ideal dafür, ne? Wie ihr jetzt hier seht. Okay, das mit Q und E ist noch so ein um ein Zentrum kreisend. Sehr interessant. Ja, wir müssen also gucken, wo gibt es Wege, die zu uns führen. Und wo wir sagen können, also hier ist zum Beispiel, kommen die nicht hoch, ne? Hier gibt es jetzt einen Weg, der von da unten kommt. Da kann man uns also erreichen. Das bedeutet, vielleicht müsste man jetzt sagen, wir machen hier was zu, damit die da nicht lang können. Dann muss man hier schauen, wo geht's hier lang? Geht's auch da lang? Das bedeutet, wir müssen da zumachen. Und hier gibt es noch einen Weg, der geht aber nur nach oben. Also das ist für uns wahrscheinlich die ideale Verteidigung dann da. Und ja, hier hinter ist es auch zuzumachen sozusagen, ne? Ja. Das schaut so aus, als ob das Sinn macht, 3-Seiten-Taktik zu schließen. So, dafür müssen wir natürlich gucken, dass wir Steine haben, dass wir Holz haben, dass wir, was das ist hier haben. Ist das Phosphor oder was war das? Oder Schwefel? Ich glaube, Schwefel war das. Aber das müssen wir halt gucken. So, wie geht es jetzt los? Menü, willkommen im Castle Story steht hier. In diesem Tutorial werden wir die Grundlagen des Spiels beibringen. Fangen wir an. Ah, okay, dann gehen wir mal darauf weiter. Bricktrons, hatte ich schon erzählt, das sind unsere Leute. Das ist unser Heimkristall halt. Das ist auch eine Energiequelle also. Da werden auch neue generiert. Hier unten seht ihr das. Nächster Bricktron, Energie 0 von 100. Da gibt's was. Und wir können maximal 15 haben, zurzeit haben wir 5.
Ja, WASD habe ich gerade schon rausgefunden. Ist das mit dem Dingenskameraschwenk? Habe ich hier auch. Kamerahöhe kannst du mit... Achso, okay, das ist Build Up, Build Down. Geht's nur weiter rein und rausgezoomt. Und das war das Mausrad auch, okay. Jo. Rickton auswählen, linksklicken. Linke Maus, um einen Rickton auszuwählen. Tut er aber nicht, vielleicht weil jetzt Pausenmodus ist. Okay. Ja, ist so, gut, wunderbar. Das ist auch erklärt. Rechtsklick Bewegungsbefehl geben, dann kannst du denen dann sagen, was der, wo der hingehen soll. Steuerung, Rechtsklick ist ein Grabebefehl, okay. Okay, Steuerung, Rechtsklick auf was anderes ist ein Zerstörbefehl. Holzsammeln drücken Sie Aufträge-Taste. Wo ist denn die Aufträge-Taste? Hier links. Neuer Auftrag, okay. Also das macht ja schon mal Sinn. Aber man kann einen neuen Auftrag wahrscheinlich nur im laufenden Spiel geben. Aber wir wissen jetzt schon mal, wo das ist. Und sollen Holz sammeln. So, das bedeutet, wir machen mal die Pause raus, drücken auf das T und machen hier einen Kreis. Ja, haben wir jetzt gemacht, aber ich wollte ja nur Bäume abbauen, ne, und nichts anderes machen. Die Frage, wo ich die Bäume am besten abbaue. Ich hätte jetzt fast gesagt, da oben. Oder hier. Ich mache das nochmal. T. Achso, dann gibt es hier nochmal Bäume. Okay, alles klar. Ich wollte es hier abbauen, ne? Bäume. Aha, da ist der Kreis. So macht man's. Und dann werden diese Bäume jetzt abgebaut. Und hier unten sehe ich dann noch, Priorität kann ich ändern. Ich mache einfach mal einen Haken dran und dann können die das tun. Werden sie auch tun, das ist sehr gut. So viele will ich jetzt auch gar nicht erstmal abbauen. Jetzt kippen wir die um. Und jetzt brauchen wir noch einen Holzsammelauftrag. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir müssen die irgendwo parken. Abbau, Bauaufträge, Pflanzen. Also das haben sie ja schon sehr schön gemacht. Pflanzen. Können wir da mal abbauen. Und Block. Ah, Lager hier. Dann machen wir hier mal irgendwo ein paar Lager hin. Dann haben die schon mal was zu tun, ne? Also wir müssen hier immer unten, aber das vergesse ich wahrscheinlich immer, ne? Man muss immer bestätigen, was man da macht. Das habe ich nicht bestätigt hier, deswegen machen die das nicht. Alles klar. Okay, aber wir brauchen irgendwas, damit die das machen können. Hackblock erstellen. Hier ist der Hackblock, ne? Ja. Den machen wir jetzt mal dahin. Und dann müssen wir auch wieder den Haken setzen, sonst machen die das nicht, ne? Das muss ich mir noch ganz stark angewöhnen, dann, wenn ich das spielen werde. Aber ich gehe auch von aus, dass es schöner ist, wenn wir zwei haben. So, jetzt machen die Bretter, ne? Das ist schon mal eine Aufgabe. Gut, erstelle einen Hackblock, haben wir gemacht. Lager haben wir schon vorweg erstellt, okay. Erstelle 6 Lager, um fortzufahren. Okay, das sind nur 2, 4, 5. Das bedeutet, wir brauchen noch eins mehr. Und, okay. Ja, machen sie jetzt. So Lager, so palettenmäßig unten runter, damit das nicht nass wird oder so. Keine Ahnung. Aber das haben wir schon geschafft. So, Lager sind schon da. Das ist, Bretter werden auch schon eingelagert. Waffen müssen wir haben. Da brauchen wir Eisen und Schwefel für. Hier aufmachen. Und wir brauchen Eisen. Da. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das ist. Ist das hier das Eisen? Ich weiß nämlich nicht, ob das Eisen ist. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht ist das Eisen. Vielleicht ist es auch kein Eisen.
Ja, gute Frage, ne? Sammeln. Was gibt's denn hier so? Eisen. Sieht aber so aus, ne? Könnte sein. So, läuft auf jeden Fall. Aber die arbeiten wohl erst eins nach dem anderen ab. Das heißt, die machen jetzt erst hier das. Ah doch, da kommt einer und macht jetzt da auch was, oder? Ja, doch, da geht's auch los. Und es hört sich stark nach Eisen an. Und dann brauchen wir noch Schwefel. Schwefel ist wohl das Gelbe dann. Das hatten wir ja auch irgendwo. Das war hier. Dann machen wir dann wieder einen neuen Auftrag. Und können wir ein bisschen verschieben, damit das dann auch da drinne ist. Und der Auftrag ist auch erledigt. So, das funktioniert alles. Hier werden jetzt auch Blätter gesammelt. Das ist auch gut. Eisen und Schwefel sammeln. Sammle Eisen und Schwefel, um fortzufahren. Machen wir ja gerade. Weiß nicht, wofür das ist. Nötigst mehr leere Lager. Okay. Vielleicht sollten wir noch mehr Lager bauen dann. War hier, ne? Genau, dann machen wir doch nochmal eine zweite Reihe da dran. Also, okay. Löschen wir wieder. Und das Ganze nochmal. Und gehen direkt daneben, ne? Sieht so besser aus, oder? Ja, weil Holz ist schon voll zum Beispiel, ne? Wie man sieht, ne? Und hier sind die Stümpfe, die bleiben stehen. Okay, hier sieht man diese Energie, die da mehr wird. Das ist hier zu sehen. Und irgendwie müssen wir gucken, was wir jetzt kriegen hier. Kann man irgendwo auch, wenn man da draufklickt, sehen, was es ist. Kristall. Also ich muss auf das wahrscheinlich klicken, damit ich das sehe, wenn, ne? Aber das war jetzt mein Lagerplatz sozusagen. Also das war es auch nicht, was ich haben wollte. Aber naja, optisch sieht man ja, was da dran ist, oder? Das wird da abgebaut. Sammle Eisen und Schwefel. Was macht der Schwefel denn? Ja, der ist auch dabei. Drücke Tab, um den Auftrag zu bestätigen. Ich weiß nicht, was das jetzt hier für ein Auftrag ist, den ich da habe, baue. Ach so, das sind jetzt hier die Aufträge, die gerade in der Warteschlange sind, oder wie sehe ich das? Sehr interessant. Also die holen Holz, die holen auch Eisen und die holen hier auch den Schwefel. Ah, sammeln Eisen und Schwefel, wir haben wohl was, dann genug. Steine sammeln. Wo sind denn Steine? Sind das hier die Steine? Ne, da war das. Ne, da war Lager. Felsen. Jetzt wohl sein. Machen wir mal. Sammelaufträge sind am Laufen. So, damit sind wir ja schon mal gut unterwegs, würde ich sagen. Allerdings, die Steine wissen wir gar nicht, wo wir die hin tun sollen dann, ne? Das bedeutet schon wieder mehr Lagerfläche bauen, ne? Ne, das gefällt mir nicht, weil es nicht passend zu dem anderen ist. Auch ein neues. Und los geht's. Mehr Lager bauen. Weil das andere ist ja auch schon gleich schon wieder voll, ne? Okay. Ah, der hat jetzt wohl da die Felsen gemacht, ne? Mal gucken, ob der die auch hier irgendwo hinbringt. Ach so, die sind da, so in so einer Kiste drinne. Sind das dann Felsen? Bauen Ofen. Und den brauchen wir um. Ja, Steine brauchen wir dafür. Ist die Frage, was ist das? Ist das Stein oder ist das kein Stein? Gibt es nur irgendwo was anderes? Sieht auch noch Stein aus, ne? Aber warte mal, ich habe ja den Felsenbefehl gegeben, also ist das Stein.
Sammeln, Felsen, Schwefel, Eisen, aufräumen. Aufräumen hört sich auch cool an, ne? Aber brauchen wir jetzt nicht. Reparieren geht auch. Bauauftrag. Aha. Das wäre jetzt aber auch hier, ne? Der Ofen ist da. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Ofen hier irgendwo hinbauen. Bauen wir mal hier hin. Und bestätigen wir. Und dann sollen die den mal bauen. Oh, da. Habt ihr gesehen? Die werden umgewandelt irgendwann. Wenn die Kiste voll ist, oder was? Sieht wohl so aus. So, jetzt bauen wir den Ofen. Das ist ja gleich auch fertig. Da ist er fertig. Was kommt dann? 6 Bahnen. Barren herstellen. Okay. Benutze den Ofen, um Barren herzustellen. Okay. Eisenbahn. Wie viel brauchen wir? 6. 5, 6. Ach, ich brauche nur 3. Stelle 3 Bahnen her. Naja, ist egal. Jetzt haben wir 6 gemacht. Ist auch nicht so schlimm, ne? Und die werden schon produziert, weil da raucht's. Funktioniert eigentlich ganz gut, denke ich mal, ne? So, das ist jetzt so der Grundstock, den wir hier machen. Räumt das keiner auf? Wahrscheinlich war Lager voll, ne? Könnte sein, ne? Ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wo sehe ich denn jetzt, dass die Bahnen fertig sind? Nur da vorne vor? Ja, sieht so aus, ne? Einer ist fertig. Und was stopfen die da rein? Eisen und Schwefel. Sieht so aus, ne, oder? Und hier ist jetzt das so ein gelber Punkt dabei. Ah, wir können einen neuen machen. Ja, da ist er. Der da, Berg. Berg ist neu. Damit haben wir 6. Cool, oder? So, 2 Waren sind schon fertig. Was machen die denn hier? Warum ist denn das jetzt hier passiert? Hä? Keine Ahnung, warum jetzt hier so eine Dingens gemacht worden sind. Irgendwo war das mit dem Aufräumen, reparieren, ne? Wo war denn das jetzt mit dem Aufräumen? War das hier? Blueprint, okay, da kann man Blueprint machen. Reparieren, Räume, sammeln. Hier war, nee, das war bauen. Aufräumen. Achso, und das kann man jetzt verschieben. Also hier aufräumen. Achso, und den kann man auch noch größer machen, den Kreis, okay. Das bedeutet, wenn ich das so mache, dann räumen die das alles auf. Dann mach das doch mal. Jetzt ist nur die Frage, warum sind die Steine da hin? Das weiß ich noch nicht. Teile Bahn hier, um vorzufahren. Klicke auf die Eisenbahntaste, um ihn hinter der Schlange einzureihen. Klicke noch 5-mal drauf, um 6 Bahnen einzureihen. Haben wir ja gemacht. Sind jetzt auch fertig. Jetzt geht's nicht weiter und ich weiß nicht warum. Ja, wir brauchen Lager, das wird sein. Niemand weiß, wo er das Zeug lassen soll. Achso, man kann auch viel näher da dran gehen. Alles klar, dann macht das ja auch Sinn. Dann ist Platz sparender, ne? Macht Sinn. So, dann baut man noch ein paar Reihen da. Gehen auch alle gleich los. Holen Holz und so weiter. Und schon sie zu, können sie hier wieder aufräumen, ne? Da hat er gesehen, der holt den da auch weg und schmeißt den da gleich rein. Funktioniert. Jetzt können die Barren nämlich wahrscheinlich hier irgendwo draufgelegt werden und dann sind auch erst die Barren fertig wahrscheinlich oder so. Kann das sein? Ja, hier, da hat einer einen geholt. Und erst wenn die im Lager sind, geht's hier weiter. Werkbank bauen. Ja, die wird ja dann auch hier sein, ne? Da ist es schon. Ja, müsste man dann ein Haus für haben, sozusagen, ne? Wie kann man mit F-Taste drehen? Mit Rechtsklick kann man drehen. Dann bauen wir da mal jetzt die Werkbank hin. Zack. Bauen wir eine Werkbank, um vorzufahren. Haben wir jetzt schon in Auftrag gegeben.
Ja. Wir haben noch Bretter, wir haben Steine, wir haben Schwefel, wir haben Eisen, wir haben Blätter. Eigentlich sind wir erstmal ganz gut unterwegs, oder? Werkbank ist fertig. Baue ein Waffengestell, um fortzufahren. Dann machen wir noch ein Waffengestell. Ist das hier Schmiede, Labor, Altar, Gerät, Werkstatt? Was ist das denn hier? Webstuhl? Waffengestell, da ist es. Dann machen wir gleich daneben. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Okay. Jetzt holen die Klamotten und bauen das dann dahin, oder? Ja, sieht doch gut aus, oder? Ja, schon fertig. Nächster Schritt. Jetzt brauchen wir ein Hellebardier. Finde deine Werkbank. Ja, das ist schon mal klar. Das war bei einer Werkbank. Und rüste ein Hellebardier aus. Okay, dann machen die das dann automatisch wohl. Und dann wird eine Streitaxt und ein Eisenhut gemacht. Aha, und wenn das nicht da ist, dann können die das nicht machen, machen sie aber. Okay, der bringt das jetzt hier rüber. Und den Helm bringen sie gleich auch noch, aber der muss ja noch gemacht werden, oder? Wer macht denn jetzt? Aber sieht ja süß aus, ne? Wenn man hier so reinzoomt. Ganz niedlich gemacht. Der ist noch nicht fertig, ne? Ach so, er musste Eisen holen, damit er den Helm machen kann. Alles klar. Jetzt klopft er da drauf rum. Damit er fertig wird. Und da ist er fertig. Jetzt bringt er das darüber und jetzt wird es hier fertig sein, oder? Ja, ist fertig. Ist da. Okay, was muss ich jetzt machen? Sobald zwei Teile. Ich weiß nicht, so oder so. Ah, jetzt zieht er das an. Aha, wir mussten das auch anziehen. Stelle ein Halberdier-Ausrüstung her und fortfahren. Ist voll die Helden, weil das war jetzt doof. Ich habe es ja hergestellt, aber ich musste ihm das anziehen, damit es weitergeht. Lass uns eine Bogenschützenausrüstung herstellen. Wir werden Stoff, Seil und Bretter benötigen. Sammle ein paar Pflanzen. Das haben wir schon gemacht. Baue einen Webstuhl. Den hatten wir hier oben, ne? Ne, Waffregal. Webstuhl. Und los geht's. Die haben nichts zu tun. Und hier liegt schon wieder alles durch ihre Gegend. Wahrscheinlich, weil wir schon wieder keine Dingens gemacht haben, ne? Sag schon, keine Lagerplätze mehr. Machen wir da nochmal vier Stück hin. Ja, da haben wir auch schon aufgeräumt, wie man sieht. Ah, der Webstuhl ist fertig. Dann müssen wir da draufklicken. Ja, brauchen wir wahrscheinlich das und das, oder was? Mhm, haben wir gemacht. Brauchen wir einen Webstuhl, haben wir gemacht. Da müssen wir eine Bogenrüstung. Ausrüstung herstellen. Die haben wir hier. Und schon in der Warteschlange. Okay. Ja, die müssen jetzt erst weben, damit das dann was wird. Na, kann ich das hier auch runterziehen? Ja, doch. Lege eine Bogenschützenausrüstung an, um fortzufahren. Ja, machen wir. So, jetzt macht er hier was. Ah, der hat den Bogen schon fertig. Und der macht jetzt die Pfeile und den Köcher noch. Ja, Köcher kommt auch. Bogen ist da, Köcher ist da. Was fehlt noch? Ah, die Mütze. Robin Hood sein Gerät. Ich glaube, wir sind schon wieder hier voll, oder? Kann das sein? Ne, da ist noch Platz.
Okay, hier sieht's so aus. Ne, ist doch nicht. Ich dachte, da wären so viele blaue Energiepfeile, dass das hier voll wäre. Ist aber noch nicht. So, und wenn du das da hingelegt hast, mein Guter, dann darfst du es auch gleich anziehen. Weil, ja, gut da. Hammer. So, dein Heimkristall generiert passive Energie. Diese Energie kann benutzt werden, um neue Brickton zu spawnen. Du kannst diese Energie durch blauen Wisps sehen. Ja, das habe ich schon festgestellt. Aha. Aber der gelbe Wisp zu sehen war, das hatte ich letztens, ja, dann konnte ich einen Brickdown machen, ne? Bricktron. Aha, das ist klar. Klicke auf die Brickton-Spawn-Taste und das habe ich gemacht schon, ne? Das ist schon länger her, dass ich das gemacht habe, weil ich das schon mal irgendwo gesehen hatte. Ziegel herstellen. Steinbruch erstellen muss ich jetzt. Okay. Jetzt muss ich einen Steinbruch machen. Geht das hier? Webstuhl? Ne, ich glaube nicht. Eher hier, ne? Achso, Abbauaufträge. Tunnel? Bodenformierung? Was ist das? Keine Ahnung. Bauen? Was ist bauen? Ich habe keine Ahnung, was bauen ist. Wieder schnell weg. Geht das auch weg? Ne. Holzblockofen, Webstuhl, Waffengestell, Lager, Werkbank, Schmiede, Labor, Altar, Gerätewerkstatt. Eine Bärenfalle, ein Katapult. Was ist das jetzt hier? So, nochmal lesen. Viele davon. Lass uns einen Steinbruch erstellen, um mehr Stein zu sammeln. Einen Steinbruch erstellen. Wähle den Steinbruch aus, um einen neuen Auftrag. Neuen Auftragreiter. Den nehmen wir hier. Reparieren. Bäume, Pflanzen, aufräumen, Eisen, sammeln, Schmiede, Tunnel. Wo ist denn der Steinbruch jetzt? Das ist was anderes gewesen. Weiß ich auch nicht, was das jetzt soll. Oder ist es das jetzt? Löschen. Oder doch? Behalte Stein. Behalte Eisen. Ach so, das könnte das sein, oder? Wähle den Steinbruch aus im neuen Auftragreiter. So, jetzt muss ich aber nochmal genau gucken. Bäume, Pflanzen, aufräumen, Eisen, sammeln. Ist das das? Felsen. Oder, ach, das ist einfach unser Felsen hier, den wir da abbauen sollen, ne? Kann das sein? Das wird sein hier. Zack. So, und dann geht's los. Wieder Steine abbauen. Zack, Steine klopfen. Wir müssen aber das Lager noch vergrößern. Weiß nicht, wofür das andere da jetzt gerade war. Ach so, das muss ich hier unten bestätigen. Machen die schon, ne? Cool. Und nochmal Lager. Und dann nochmal hier. Zack. Läuft. Lagerplatz machen wir genug. Steine haben wir jetzt auch. Drücke Tab oder den grünen Haken, um einen Steinbruch zu bestätigen. Also, es ist doch wohl was anderes, weil. Tunnel. Bodenformung. Ist das das jetzt oder was? Wo könnte ich den denn machen? Den Steinbruch.
Keine Ahnung. Ich würde ihn hier machen wollen. Sieht auch so aus, weil da geht eine Treppe runter, oder? Und jetzt machen wir das mal ein bisschen größer. Okay, sieht so aus, als ob das funktionieren könnte, ne? Ist schwer zu deuten, ne? Ja, komm, grüner Haken und los geht's, oder? Gucken wir mal, was sie machen. Ja, guck, das ist sie ja gewesen. Die Schippe war es, alles klar. Und dann sollen wir eine Mauer bauen. Oh, die sieht aber schick aus. So, da wird schon richtig gerackert. Was machen die aber damit? Achso, die gehen mal dahin, alles klar. Sieht gut aus, ne? Muss man einfach sagen, oder? Ja, Steinbruch läuft. Jetzt hier ein paar Blaupausen, um vorzufahren. Ach Gott. Klick auf das Blöcke-Menü links in der Mitte eines Bildschirms. Blöcke-Menü. Okay. Standardziegel ist wahrscheinlich der. Ach, das ist eine Blaupause, weil das blau ist. Okay. Habe ich jetzt platziert. Ne, das will ich aber da nicht platzieren. Das ist eine blöde Idee, ne? Machen wir wieder weg. Nochmal Blöcke. Standardblock. Wir wollten ja hier sowas machen, ne? Okay, habe ich gemacht. Rechts drehen, okay, auch gut. Und klicke und ziehe, um eine Reihe zu machen. Ja, macht Sinn, ne? Steuern klick, um eine Blaupause, um sie zu entfernen. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Drücke Tab und den grünen Haken, um die Blaupause zu bestätigen und den Blaupunkt. Aha, okay. Ja, dann kann ich ja gleich hier noch sowas machen, ne? Dann nehme ich noch diesen kleinen Stein und mache den da drauf. Und da drauf. Und dann mache ich den Haken. Und dann wird da die Mauer gebaut, oder? Habe ich gemacht. Zwei Blöcke hoch haben wir auch gemacht. Sind wir schon ziemlich schlau, ne? Und eine Tür wollten wir da jetzt nicht reinbauen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, ne? Also wir wollen ja erstmal nur zumachen. Wir haben ja erstmal alles hier. Hier können wir dann hochgehen und dann können wir verteidigen. Ach, guck mal, hier ist ein Wald. Vielleicht können die durch den Wald... Ah, nee, hier ist eine höhere Geschichte. Alles klar, da können die nicht durch. Ja, ich würde jetzt hier hinten eine Tür machen wollen, ne? Bei diesem Bereich hier. Und hier jetzt nicht. Dann machen wir da auch noch eine Mauer hin, ne? Rechtsklick haben sie gesagt und Mauer ziehen. Wieso geht das da nicht? Achso, die sind so halb in der Erde, ne? Deswegen geht das da nicht. Alles klar. Okay. Das bedeutet, die nächste Reihe wird dann gehen, ne? Ja. Und ich weiß aber nicht, wie hoch sein muss. Ich glaube, wir müssen dann noch höher. Geht das so auch? Ja. Den kleinen Stein packen wir dann da rein. Und da rein. Ah ja, hier sieht man es auch sehr schön, dass die Mauer so passend ist. Und los geht's. Ist denn schon bei der anderen Wand gemauert worden? Ah, da, schau her. Die ist ja gleich schon fertig. Ja, der sieht doch top aus, oder? Hier schwirren die blauen Dinger rum. Was wollen wir weitermachen? Da. Laterne herstellen. Laternen werden in der Werkbank hergestellt. Wir benötigen 5 Schwefel und 1 Eisenbahn. Wofür brauchen wir eine Laterne? Okay, weil wir da nichts mehr sehen. Werkbank war hier. Laterne war da. Und nur 5 Stück. Weiter. Oh, Tutorial geschafft. Cool, oder? So, da fehlt nur noch ein Stein, dann sind wir da schon sicher. Und da ist noch gar nichts passiert. Okay, wird noch dauern. Also, intuitive Bedienung, muss ich sagen. Es ist knuffig. Und
ich kann jetzt nichts Negatives feststellen. In der Wegfindung, meine ich, die hätten es ja alles gemacht. Okay, hier stehen ein paar langweilig rum. Ah, nee, die stehen ja gar nicht langweilig rum. Das sind ja meine Soldaten, ne? Die müssen wir jetzt mal irgendwo hinschicken, damit die kämpfen können, ne? Ja, und der andere, der müsste jetzt hier hin, sozusagen, ne? Das ist ja ein Bogenschütze, ne? Weil wenn da ein Bogenschütze ist, der kann ja dann da runterschießen, oder? Würde Sinn machen, ne? Dafür wäre es natürlich sinnvoller, wenn der hier stehen könnte. Das bedeutet, da baut man mal was ab. Und, jo. Und dann kann der da besser schießen. Und der macht die Wache direkt, ne? Sinnigerweise würde man jetzt hier natürlich dann auch noch was bauen mit Toren und sowas, ne? Blöcke. Ich würde das jetzt hier so bauen wollen. Wood, wood, wood. Ne, da nicht. Wood, wood, wood. Passt. So. Und so. Den kleinen Stein nehmen. Da unten rein. Da oben drauf, da drauf und da drauf und dann da noch. Weiß ich jetzt gar nicht so. So, da muss ja eine Tür rein, ne? Also muss nicht, aber wir können da mal eine Tür rein machen, ne? Die habe ich doch auch gesehen, hier. Verstärkte Tür. Zack. Und dann wieder Steine. Diese. An den und hier drüber macht man jetzt so. Da brauchen wir noch so einen kleinen Stein und alles läuft. Und das ist unser Burgtor jetzt. Ja, cooles Ding, denke ich mal. Hier der Steinbruch, der ist natürlich zugange hier. Sieht man schön, wie die da was machen. Ich weiß zwar nicht, was sie machen, aber es ist eine Fläche oder. Warte mal, wie war das mit. Ne, das war hoch runter. Ich konnte irgendwie auch. So konnte man machen, okay. Ja, es ist ein bisschen tiefer geworden, glaube ich, wo sie da was abgebaut haben schon. Wird natürlich wahrscheinlich eine Weile dauern, bis das so ist. Gut. Sieht alles soweit ganz gut aus. Hier weiß ich nicht, warum da nicht gebaut wird. Keine Ahnung. Da ist was gebaut. Ach so, von dieser Seite sieht es auch schon besser aus, ne? Jetzt nur die Frage, warum geht's nicht weiter? Haben wir die Blaupause, die da ist, nicht aktiviert oder sowas? Kann das sein? Das ist jetzt hier. Und das war das, ne? Machen wir da mal einen grünen Haken, vielleicht geht's dann auch, ne? Und räumt einmal was? Weiß ich jetzt nicht, ne? Nochmal dahin. Kann ich das auswählen? Weiß ich nicht. Das ist jetzt so ein kleiner Punkt. Also den kann ich ja nicht machen, ne? Änderung verwerfen, aber das hier. Da ist Priorität. Die machen wir mal hoch. Ach so, hier unten. Das ist es. Alles klar. Jetzt ist die Prio bei den anderen Sachen hier erst gegeben, ne? Jetzt habe ich die aber hochgesetzt. Wir müssen ja hier Steine nehmen und da runterbringen, oder? Da hinten läuft auch einer mit Steinen, aber... Ah, das ist jetzt das Burgtor, was da gemacht wird. Ist auch schon fertig. Sehr interessant. Ja, aber insgesamt, sag ich mal, ein sehr cooler Eindruck von dem Spiel. Gefällt mir sehr gut. Macht richtig Spaß. Die sind alle einmal beschäftigt. Man muss jetzt gucken. Irgendwie haben wir keine Kampfhandlungen gehabt. Vielleicht kommt das ja noch, wenn wir gleich irgendwas gemacht haben. Machen wir mal da Ende. Aber ich weiß nicht, wo die Männer können dann kommen. Die Bösen. Gibt's keine Bösen. Ja, im Tutorial gibt's ja leider keinen Angreifer. Deswegen bin ich jetzt mal hier nochmal neu angefangen. Invasion heißt das. Und die Karte ist die Helix. Hab hier was aufgebaut ein bisschen, wie ihr seht. Ne, damit man mal hier, da ist eine Mauer. Ich hab auf einem anderen... Video gesehen, dass die von hier kamen. Wahrscheinlich gehen die oben rum, weiß ich nicht, werden wir dann sehen. Man sieht es hier mit der Mauer, dass man da schön abbaut. Hab hier zwei Halabardiere gemacht und hier ist jetzt gerade, glaube ich, erst ein
Bogenschütze. Okay, Pfeil. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Hier seht ihr 2 Minuten und 20 Sekunden, dann ist die Invasion da. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns gegen irgendwelche von diesen, wie heißen sie, Korruptrons wehren. Und die kommen dann hier angelaufen. Also, das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir bis dahin so ein bisschen Verteidigung hier haben. Und ja, sind natürlich kräftig dabei. So, jetzt müssen wir nur schauen, das war der Webstuhl und das war hier die Werkbank. Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier einmal ist oder ist es zweimal. Sind die Hüte da übereinander? Sind 2 Bögen da, ein Köcher und eine Mütze? Bin mir jetzt nicht sicher, ob der alles gemacht hat oder ob da hier was fehlte. Und da ist der Webstuhl und der Webstuhl müssen wir natürlich hier Stoff und Seil machen, damit das überhaupt funktioniert. Ne? Hoffen wir, dass wir das noch in den 1,5 Minuten gerade hinkriegen. Prio ist hier. Wir können natürlich noch ganz schnell hier schauen, dass wir da noch ein paar Steine hinmachen, dass die vielleicht... nicht angreifen können da, ne? Aber könnte natürlich sich auch schwierig gestalten hier, ne? Machen wir schnell zu. Sonst kommen sie auch woanders lang, geht ja auch, ne? Sind nur 0 Minute. Und dann sehen wir das hier nicht. Wahrscheinlich, ja, der erste läuft schon mit dem Stein da hoch. Der zweite auch. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Ja. Ein bisschen brauchen die wahrscheinlich auch, bis die hier sind. Und dann ist die Frage, ob sie von dieser Seite kommen. Also in 25 Sekunden geht's los, ne? Dann greifen die an. Okay, Steine sind noch da. Steine werden noch gebracht. Wir haben ja hier noch was zu tun. So ist ja nicht. Gucken wir mal. Und da über eine Reihe laufen die, glaube ich, rüber, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das noch schaffen, 2 hier hinzumachen. Vielleicht klappt das ja noch. Hm, jetzt stehen sie und tun nichts mehr. Doch, sie laufen noch. Hier ist jetzt ein bisschen schwierig. Sie werden definitiv hier natürlich rüber können. Also da glaube ich nicht. Wenn die Steinreihe dann fertig ist, aber sieht so aus, als ob wir ja auch schon... Achso, wir müssen hier unten schnell noch das machen, damit sie auch dahin laufen, ne? Super. Also die nächste Welle ist dann 10 Minuten später, wie ihr seht. Und die anderen sind jetzt irgendwo hier auf dem Weg hierher. Keine Ahnung, wo lang. Da hinten kommen sie, wie ihr seht. Sie kommen von unten, das heißt, da sind wir relativ geschützt. Und sollten jetzt zu den Waffen rufen. Und die kloppen uns jetzt die Tür natürlich ein. Und kriegen wir jetzt Leute auch? Ja. Kriegen wir die Bogenschützen dahin? Das wäre super. Okay, da seht ihr jetzt, dass die da schießen. Der zweite hat leider keinen Platz gefunden. Aber der geht natürlich durch die Tür durch. Der ist natürlich voll geschickt. Vielleicht kriegen wir so hin. Nee, macht er nicht. Nee, dann lass ihn da stehen. Vielleicht schießt er dann da drauf. Ja, macht er. So, und jetzt holen wir uns die Hellebardiere noch schnell. Und stellen die hier hinter die Tür. Einen haben wir schon erwischt. Der zweite wird wahrscheinlich gleich durch die Tür durchbrechen können, aber naja. Oh, guck mal, die beiden greifen jetzt auch tatsächlich an. Und
Da habt ihr jetzt auch gesehen, wie man diese Korruptrons erledigt, ne? So, jetzt kann man hier wieder zur Arbeit rufen und dann bringen sie die Sachen weg und dann läuft das soweit. Tür ist natürlich jetzt kaputt. Ist klar, bedeutet hier, nee, da nicht, sondern da. Reparieren. Einfach hier. Zack. Und dann sollte das auch erledigt werden. Gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir aber mit der ganzen Sache durch. Eindruck für mich positiv. Hier seht ihr nochmal eine Winterlandschaft halt auch. Na, die Karte sieht halt so aus. Ist auch ganz schick, denke ich mal. Ja, rechtes Mausmenü kann man, rechte Taste hier auf einen Dingens festhalten und dann kriegst du so ein Menü noch. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt gehabt. Hier sieht man halt diese Landschaft, die dann auch noch sehr schön ist. Keine Ahnung, was das Rote hier ist. Irgendeine andere Pflanze. Ja, da kann man dann doch einiges hier machen und es macht bestimmt viel Spaß, das hinzukriegen. Hier sieht man jetzt den Tagebau. Da holen sie Steine raus, glaube ich. Ah, das ist hier, ne? Kann man das irgendwo sehen? Ja, nee, kann man nicht sehen, was da gegraben wird. Doch, da wird alles rausgeholt, was möglich ist. Ich weiß nicht, weil das ist ja eine schwebende Geschichte, ob die sich unten durchbuddeln können. Keine Ahnung. Und ob sie dann runterfallen, wahrscheinlich, dann sind sie tot. Ja, gut, dann würde ich sagen, für mich cooles Spiel, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu kaufen. Das macht Spaß, kann ich nur empfehlen. 21 Euro waren es. Nochmal danke an Karl von Sauropod Studio. Castle Story heißt das Ganze. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten vorgestellt. Bis dann. Tschüss.